Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Live 3 hier von unserer Holzer Map. Ich bin wie immer mit dem Tino, dem Freezy, dem Axel hier und der Holger arbeitet immer noch an meinem Hof, was ich sehr toll finde. Ich glaube, er macht jetzt das Mähwerk dran. Ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge unserer Aufnahmesession. Ich hatte gerade noch mal versucht, ob ich den Strohträger noch mal finde, weil mir einer bei Instagram das PDF geschickt hat, aber vergebens. War leider nicht hier, weil eigentlich laut dieser PDF ist der Strohträger hier, aber er ist es nicht. Ich habe hier gerade was hingekippt, keine Ahnung, das bleibt liegen. Ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung. Ja, was haben wir heute vor? Das ist eine gute Frage. Der Holger da hinten, der versucht noch das. Ist das jetzt Heu, Holger? Das ist jetzt so, ja. Aber ich bin auch noch mal drüber gefahren eben. Das ist irgendwie nicht optimal, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall die Heufärbung, ist es auf jeden Fall. Ne. Was hat man denn als was hat man denn jetzt vor eigentlich? Weißt du das noch? Also wir wollten es eigentlich noch bezüglich jetzt noch Mischfutter weitermachen. Ja. Die Sonnenblumen, die wachsen fröhlich vor sich hin. Die sind erntereif. Geil, ich kann ernten gehen. Und voll gedüngt. Nice. Gut, dann ernte ich Sonnenblumen, weil dann können wir die Bienen wieder zum Laufen bringen. Sehr schön. Dann wäre es cool, wenn du mir nach dem Schwadern die zwei Anhänger ans Feld stellen würdest. Dann fahre ich jetzt eben dreschen. So klar, kein Thema. Komme ich da durch? Wahrscheinlich nicht, ja. Fahren wir lieber mal ein Stück. Okay. Wolltest du das heute an Lose haben oder wolltest du das dann als Ballenform haben? Scheiße. Das ist eigentlich egal. Weil es kommt eh ins Lager. Oder mach Ballen dann. Ja, gut Also, dann. wenn du. Willst du das dann machen, wenn das Heu da ist, dass du dann Mischfutter machst? Kann ich ja machen, ja. Wobei, du hast ja nachher noch Aussage oder so, musst du ja machen, ne? Ja, der Nachbar, der ist ja hier dem Landhändler so ein bisschen touchiert hat, den ja. Ja. Ne, okay, gut. Dann gehe ich ruf mal kurz den Hilton an. Hallo? Mesa. Jo, Mesa, was geht ab? Ja, ich gehe jetzt bei mir Sonnenblumen dreschen. Nein, gehe ich nicht, weil du das Schneidwerk hast. Gut, dass ich gerade dran gedacht habe. Soll ich deins dann gleich mitdreschen oder willst du das selber machen? Dann stelle ich dir einen Drescher Wenn hin. du Zeit und Lust und Bock hast, kannst du es gerne mitmachen. Ansonsten hätte ich das nachher gemacht. Also. Naja, wie du willst. Wenn du Abwechslung willst, dann lasse ich den Drescher dann stehen, dann mach's selbst. Wenn es dich nicht stört, mach gerne mit. Kein Problem. Dann bin ich halt, ja. Und ich habe eine Idee, Ja. wie ich den Ackermann aus meinem Ding rauskriege. Wie denn? Er hat nie einen Cent für meine Bude bezahlt, ist mir aufgefallen. Was für eine Bude? Ja, für meine Joghurtbude. Stimmt, ja. Das heißt, ihm gehört die gar nicht. Das, mein kleines Problem ist heute nur, dass der Schwagaller nicht da ist. Ich will aber jetzt Joghurt produzieren. Wie kommt er denn da überhaupt rein in diese Bude? Ja, weiß ich nicht so ganz genau. Der Schwagaller hat das irgendwie so gedeichselt, gedreht, keine Ahnung. Und dann sollte er von dir das Honig kriegen, aber das Honig war auf dein Land und keine Ahnung. Und so ist er da reingerutscht. Aber der hat nie einen Cent bezahlt. Das ist natürlich krass. Ja. Dann hat der, dann. Also irgendwie geht's hier wild zu, aber immer, wenn der Schwagaler irgendwo seine Finger im Spiel hatte. Das ist wohl wahr, ja. Ja. Na gut. Das Problem ist, ich kann heute leider nichts machen, weil der Schwagaller nicht da ist. Ja. Ja, egal, ich mache jetzt auf jeden Fall, ich ernte jetzt, sobald ich einmal abbunker, fahre ich das auch direkt zu den Bienen, weil die sind leer. Und Ja. dann können die erstmal wieder weiter produzieren. Vier Paletten, glaube ich, haben wir, vier Paletten Honig.
Oh, das ist schon mal gut. Ey, Mesa, schmeiß da oben keine Milch rein. Wo? In der Joghurtfabrik. Nö. Bis die Umstände da nicht geklärt sind, mache ich das nicht. Das ist nämlich das Ding. Weil sobald wir es da reinschmeißen, ich schätze den Ackermann so ein, zack, bumm, holt er uns, sagt er, das wäre seins. Weil du hättest ja gar keine Berechtigung, da Milch abzuweilen. Schmeiß da keine Milch rein. Oh, was will der Schweiger denn jetzt? Ja, okay. Ja, ja. Der Schweiger steht ja gerade quer auf der Straße, keine Ahnung, was er will. Alles klar. Jo. Jo. Bis dann, ciao. Bis dann, Mesa. Tschüss. Du sag mal, du bist so im Gleis vorne mit deinem Ding. Nee, ich hab das Mähwerk geholt vom Hilden. Hast du keinen Mähwerkswagen? Ey, guck mal, das ist doch gar nicht überbreitet. Der ist genauso breit wie mein Drescher. Ja, aber wenn du das mit einem Traktor und Mähwerkswagen fährst, dann haust du ungefähr halb so viel Diesel raus, wie wenn du da mit dem riesen Ding die ganze Zeit rumfährst. Guck mal, das ist doch ganz klein. Wenn ich ein größeres hole, dann denke ich auf jeden Fall über einen Schneidwerkswagen nach. Mhm. Aber wir halten den Verkehr auf. Ja dann, schau, dass du weiterfährst. Ja. Der Arbeitsbreite braucht doch gar einen Schneidwerkswagen. Guck mal, der steht gleich 5 cm über beim Reifen. Und die Blinkheiten sind genauso breit. Nee. Der Schweiger. Der übergenau. So, sehr schön. Vollgedüngtes Sonnenblumenfeld. Mal gucken, was da so runtergeht. Die Arbeitsbreite ist natürlich mächtig. Scheiße, ey. Wie lange soll denn das dauern? Oh, und ich sag noch, ob ich bei dem auch dreschen soll. So, ich hab den Hänger schon mal hier hingestellt, ne? Jo, sehr schön, danke. Kacke. Wie lange soll das denn dauern? Ich könnte natürlich wieder Trick B17 machen, weil er ist ja auch halb kaputt und könnte den zur Wartung bringen. Vielleicht kriege ich wieder so einen Leihwagen, der Verdammnis. Aber das wäre unfair, oder? Ich weiß nicht. Aber eigentlich kann es mir egal sein, wenn sie es machen, soll, vielleicht, wenn sie es bei jedem machen, ist es wieder fair. Nee, also so wird das nicht. Oder ich lasse das LU ernten. Beim Hilden auf den Feldern. Weil wenn ich einen Hilden sende, guck dir das mal an, das ist ja ekelhaft, die Arbeitsbreite. Jetzt hängt es mir weg, oder was? Schwierig. Was ist denn? Hä? Das nochmal separat einstellen? Ne, da war irgendwie ein Stein oder so. War irgendein Stein. Ja gut, ich glaube, ich habe mal verloren. Das LU, Feger. Hallo, Mesa. Herr Mesa. Haben Sie einen Drescher? Mähdrescher? Generell oder im Einsatz? Generell verfügbar jetzt. Ich bin leider auf dem Feld selber unterwegs. Sind jetzt hier nicht bei der Dispo rausgekommen. Ja. Ich kann es nicht hundertprozentig beschwören, aber ich glaube, der stand vorher noch auf dem Hof. Weil ich hätte einen Trash-Auftrag. Ja, gerne. Auf jeden Fall erstmal die 12, das ist Sonnenblume, da müssen sie mit so einem speziellen Mähwerk kommen. Auf der 12 Sonnenblume ernten. Ja. Wobei, warte mal. Nee, auf der 4, weil das ist größer, da mache ich die 12 selber. Ja, also die 4 bitte ernten mit Sonnenblumen. Ja, ich geb's weiter. Ich kann jetzt, wie gesagt, noch keine feste Zeitpunkte oder sowas alles gut versprechen, weil ja. Müsste ich jetzt auch erstmal bei der Dispo durchklingeln.
Anhänger steht dort. Da können sie rein abfüllen, also abbuckern. Das hört man gerne. Ja. Das war's auch schon. Danke. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank für den Auftrag. Jo, ciao. Jo, tschüss. Nee, weil da mache ich nämlich das Feld, da mache ich die da unten, die beiden selber. Weil die sind ja schnell gemacht, also. Und die große 4 nicht. Und vor allem passt das mit Mais. Ich weiß jetzt nicht, ob er den dreschen will oder ob er den. Ach so, es gibt da die Dispo. Ups. Ich bin im falschen Kanal gegangen. Es gibt einen Dispo-Kanal. Natürlich mit dem. Ach ne, ich kann den sogar zukloppen, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt fahre ich mit den aufgeklappten Mähdrescher durch die Gegend. Ja. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was der Hilton für eine krasse Idee hat. Ich muss ihn aber nochmal kurz anrufen, das hilft nichts. Roswitha? Unterwegs? Oh, da geht nochmal mein Handy. Hallo? Jo, Max hier. Jo, moin Max, was geht ab bei dir? Ich habe jetzt das LU beauftragt, die 4 zu ernten. Okay. Weil mit den 30 cm Arbeitsbreite bin ich 34 Jahre unterwegs. Das ist wohl wahr, ja. Ich ernte jetzt unten deine Sonnenblumen. Okay. Der Mais, den du da gepflanzt hast, soll das Ernte oder Silage werden? Ernte. Okay, dann würde ich das dann auch noch ernten, weil ich habe ja das richtige Mähwerk dran. Mähwerk. Oh, okay, ja. Okay, gut. Aber den Kördermais brauche ich wohl. Ja, ja, na sicher, ist ja dein Feld. Ich mach's nur. Ja, das ist nur die Wahl, ob ich, ne? Dann habe ich gesagt, dann mache ich lieber deine 2 Felder als die große 4 da. Okay. Ja. Das lieb, dankeschön. Jo. Bis dann. Bis dann, tschüss. Jo. Gut. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, wahrscheinlich ist die 4 genauso groß wie die 2 Felder zusammen. Jo. Ist egal. Dann ist es ja wirklich egal. Und ich muss ja sowieso hier runter wegen Erwartung danach. Von daher. Alles gut. Hätte er eh hier runter eiern müssen. Das Mähwerk braucht dann wahrscheinlich auch eine Wartung, wenn das fertig ist. Ich weiß nicht, wir brauchen einen neuen Drescher. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, aber wie gesagt, erstmal, wir müssen sehr auf das Gras wenden, damit das Heu wird. Deswegen würde ich auch gerne einen größeren Heuwender kaufen. Aber wir haben halt nur eine begrenzte Anzahl an Geld. Halt so das Ding. Holger? Ja, hier ist einer. Kannst du den zweiten Anhänger zum Feld 12 fahren? Hast du da nicht Heu oder sowas, nicht Stroh drin? Ja, das muss halt irgendwie raus. Ins Lager cappen am besten. Ja. Da musst du aber das Lager umbauen, ne? Weil gerade habe ich aufgebaut, dass ich rauslassen kann aus dem Lager. Muss. Geht, glaube ich, dass man das befüllen und rauslassen kann. Nee, weil dann fehlt dir der Stutzen, oder? Nee, das geht. Das ist aber so eine ganz knifflige Angelegenheit, ist das. Okay. Was anderes, der Hilton hat wieder unsere Ballenpresse. Ja. Das muss ich also erstmal mit dem Ladewagen das erstmal einfahren. Ne, macht ja nichts. Es kommt ja das Gleiche raus. Also ja. Ich hol's ja eh aus dem Lager und presse es dann. Und mische oder du mischst es dann, weißt du? Weißt du schon, wann deine Aussagenkram da ist? Das kann ich dir da nicht sagen. Da habe ich keinerlei Informationen. Gut. Gut, 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 gut. Das müsste auch voll gedüngt sein hier, ne? Oh, schon.
So, ansonsten, ich habe ein paar Kommentare gelesen. Viele haben gesagt, wir sollen die Fleischerei behalten, wir sollen die dem nicht anbieten, weil die ja auch Geld abwirft. Kann ich es ehrlich gesagt nicht einschätzen, da müssen wir dann nochmal drüber reden. Und dass wir auch zusammen auf Schweine gehen sollen zum Beispiel. Ich finde Schweine relativ umständlich zu füttern. Die brauchen die nicht Mais und Rüben und den ganzen Kram? Und Rüben sind ja mal richtig eklig zu ernten und zu säen. Von daher würde ich mich eigentlich gerne von Schweinen fernhalten. Was natürlich stimmt, ist, dass sie sich vermehren wie die Karnickel. Und man da sicherlich auch gut Geld machen kann. Aber ich glaube, das kann man mit den Kühen halt auch. Dass da richtig, richtig Milch rumkommt, ne? Schwierig, schwierig. Meine Käserei habe ich mich halt auch überhaupt noch nicht gekümmert, ne? Halt auch true. Nein, sag mal, die muss mit. Ich hab's nicht verschont. Zip. Achso. Was denn? Hast du das Lohnunternehmen beauftragt, dass die auch hier gucken kommen? Ja, die sollen die 4 ernten. Wieso? Sind ja, weil hier gerade so ein Masai-Drescher gerade vorgefahren ist. Sehr schön. Ja. Jetzt haben die einen großen Drescher dabei? Naja, nicht sonderlich viel größer als... Aber eine breitere Arbeitsbreite, ich glaube 9 Meter hat der dabei. Okay, ich habe 6, glaube ich, ne? Oder sind das überhaupt 6? Das sind nur 3. 3,4. Glaube ich, ich habe doch das Ziegler-Ding, oder? Ja. Ja, 6 Meter ist ja auch eine ganze, guck mal, da nur so eine kleine Schneise hier. Und Zweitlinge habe ich jetzt auch erstmal dahingestellt. Nee, ich brauche einen hier unten. Sonst guck doch mal beim, beim Hilden, ob der noch einen Anhänger rumstehen hat und nimm den mit. Dann kannst du den zweiten da unten stehen lassen. Gucken, ob der überhaupt einen da noch stehen hat. Er müsste eigentlich einen haben. Beziehungsweise 2 sogar. Hm, ist der kleine Grüne ist der. Aber ist ja egal, Hauptsache ein Anhänger. Am besten bräuchte ich eigentlich 2, weil hier unten 2 verschiedene Fruchtarten sind, die ich ernte. Einmal Mais und einmal Sonnenblumen. Zur Not reicht dem LU eigentlich ein Anhänger, weil du kannst ja sowieso ganz schnell dann hinter zum Bienen fahren und das da reinkippen und wieder hinstellen, weißt du? Mhm. Dann bräuchtest du beim LU oben eigentlich sowieso keine 2. Ja, weil dann haben wir nämlich den Mai und dann geht der Honig weiter. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben halt aber echt keine Kohle, ey. Das ist dramatisch. Müssen wir noch mal ein paar Silageballen verkaufen dann. Obwohl wir jetzt auch erstmal Heu brauchen. Ja, aber ich verstehe das nicht. Für was brauche ich denn dann die Heutrocknung? Holger. Ja gut, die Heutrocknung, war die verbaut gewesen, oder? Ja, schon, aber
Wenn ich eh alles da zweimal zettern muss oder so, weißt du? Schwierig irgendwie. Aber das definitiv ist auch schwierig. Weil dann könnte ich da eigentlich, obwohl kriege ich die Pellets da überhaupt wieder raus, ich glaube gar nicht. Ja, wenn wir dies, wir haben ja die Wiese dann jetzt, glaube ich, komplett sauber. Dann könnten wir es ja nochmal versuchen, ohne VV das Gras zwischendrin oder so. Gut, dann wenn du das, wenn du die dann jetzt so befüllen möchtest, wäre immer dann nur maximal zweimal. Ne, einmal, oder? Ja. Weil dann kann, dann kann drüber weg, dann hast du ja Normalgras und dann kannst du die Trocken reinschmeißen. Richtig, du hast dann quasi vorne die Mähwerke dran und hinten den Zetter und dann bist du mit einmal drüberfahren fertig. Dann schwaderst du das Zeug und haust in die Trocken rein. Ja, da wolltest du ja auch noch gucken wegen dem Butterfly, ne? Ja. Aber dann müssen wir das in Oberketten nehmen, weil das kann man, glaube ich, zusammenstecken. War das nicht sowieso im Gespräch, das Pöttinger? Ja. Pöttinger Novakett, ja. Ne, dann sollte man das so tun, ja. Da müsste man den Herrn mal anrufen und mal fragen, ob der ein passendes Angebot hat oder machen kann. Habe ich die 10.000 für den Anhänger? Ja, doch. Für den zweiten Anhänger habe ich die 10.000 schon bezahlt. Auch ein Schnäppchen, gell? Ich habe für den zweiten Rudolf 10.000 bezahlt. Boah, das geht. Ja. Super duper Sonderangebot. Melser? Ja, hallo, hier Rosenberg, die Aushilfsarbeiterin vom Herrn Schlossberg. Ich hole den Viehtransporter ab bei Ihnen. Ja, ist in Ordnung. Dass Sie Bescheid wissen. Ja, sehr schön. Danke. Bitte. Huch. Ja, gut. Da ist der Holger, genau, den höre ich nämlich schon. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind nämlich am Ende der Folge angelangt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne bei den anderen dreien vorbei. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. In die Kommentare habt ihr Platz, um Tipps und Tricks zu schreiben und vor allem, was die anderen getrieben haben in der Folge. Vielleicht gibt es ja schon Konterpläne für unseren Plan, für meinen und Hilton sein. Da wäre es super hilfreich, wenn ihr das mal erspähen könntet und mir in die Kommentare schreibt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag und wir sehen uns in der Sonntagfolge wieder. Bis dahin, ciao.